wie ich rausgeschaut habe, habe ich einen Feuerschein gesehen und habe gesehen, dass bei mir ein Phosphorkanister aufs Dach geschmissen haben, aber er brannte. Und während ich den runterfischen will, haut ungefähr 50 Meter daneben eine Luftmine rein und ein Splitter haut mir da hinten beinahe das Genick durch. Nicht wahr? Mir ging so dreckig. Meine Frau hat die kleine Marlene auf dem Schoß gehabt, die war nicht ganz 2 Jahre alt, also ein blondes Engelchen, ein lieber netter Kerl. Und ich habe noch gesagt, Marlene, servus, ciao Marlenchen, habe ich noch gesagt, ciao Papi, hat sie gesagt und hat noch gewunken. Und dann habe ich das Kind nicht mehr gesehen. Das Kind hat furchtbar gehustet, meine Frau hat sich ins Tuch eingewickelt, ist runtergerannt zum Hospital in Brien, von Nonnen bewirtet und schreit, bitte helft mir, das Kind erstickt und so weiter. Und da hat die Oberin hat gesagt, wir haben jetzt eine Andacht und hat meiner Frau die Tür vor der Nase zugedroschen. Und meine Frau hat an die Tür getrommelt und das Kind ist gestorben in ihren Armen. Damit war es bei uns mit der Kirche aus. Eben alles andere war einem wurscht. Man war froh, dass man überlebt hat, dass man einen Teil seiner Familie noch gerettet hat. Der Kampf ums Dasein. Wie komme ich durch? Haben wir noch so viel Kartoffeln im Keller? Haben wir das noch? Haben wir das noch? Haben wir das noch? Kamin, schrie einer, also ein kleiner Gimpel, nicht wahr, hinter einem riesen Tisch. Dann hat er gesagt, sie sind zweimal als der beste Kriegsberichter ausgezeichnet worden und haben vor allem den Marschall Rommel in den Himmel gehoben, den größten Bluthund, den die deutsche Armee hatte. Und dann haben sie gesagt, was, habe ich gesagt, ich habe ihn gleich angebrüllt. Sag ich habe keinen fairen Offizier kennengelernt als den. Und auch dein Montgomery hat für ihn plädiert und hat sein Bild gehabt. Sag ich, und da können Sie mir von mir aus ein Dutzend Eisenhauer schicken. Für mich wird Rommel immer ein Idol bleiben, solange ich lebe. Sag ich, im Übrigen scheiße ich auf diesen Job. Hab damit gerechnet, dass man mich verhaftet hat. Nichts passierte. Bin die 50 Meter bis zur Ecke noch gegangen. Da bin ich gerannt. Dieser Scheißkerl, das ist doch eine solche Unverschämtheit. Nicht wahr? Wird Ertl Sensationsreporter im chaotischen Nachkriegsdeutschland. Wir haben dann die Illustrierte Quick gegründet und ich habe Fotoreportagen gemacht. Es ging ums harte Brot verdienen. Ich bekam nur Geld für mich und meine Familie, wenn ich eine entsprechende Reportage lieferte. Und da habe ich mir diese Hutkamera konstruiert. Thema Hacker, das reizt mich. Und ich habe gerade ausgeschaut und die Kamera war nach links draußen. Nicht? Ich habe meine Hände in der Manteltasche gehabt und habe mit der linken Hand das Schützenvereinsabzeichen hochgeklappt an meinem Hut, frei für die Kamera. Und rechts habe ich dann geknipst. Sind wir spazieren gegangen, da habe ich also schon die ersten Aufnahmen gemacht. Da musste ich mir alle möglichen Sachen suchen. Da habe ich erfahren, dass ein amerikanischer Reporter von Life zusammengeschlagen wurde in Landsberg am Lech, der versucht hat, das Zuchthaus in Landsberg zu fotografieren und vor allem diese Negersoldaten und diese ganzen Sachen, dass den zusammengeschlagen haben. Sagt mir der Kamerad vom Alpenverein, der hatte eine Wohnung an dem Wohnblock, der an die Gefängnismauer gebaut war. Und da habe ich also oben gesagt, den Gefängnishof, ich weiß nicht mehr, wer das alle war, aber prominente Leute. Zum Schluss hat es mich angekotzt. Weil ich den Kontrakt hatte zu der Nanga Parbat-Expedition von Dr. Herlikhofer. Und ich hatte ja keine Ahnung, dass der Herlikhofer auf meinen guten Namen hin und meine Fähigkeiten als Film hin seine Expedition finanziert hat. Nicht? Die Deutsche London Film hat ihm sofort 120.000 Mark gegeben. Ich war der Finanzier der Expedition und habe im entscheidenden Moment eingegriffen, dass zum Gipfelsturm angesetzt wurde, als der Herlikhofer den Rückzugsbefehl gab. Ich muss einen Film nach Hause bringen über eine Besteigung und nicht von einem neuerlichen Rückzug. Da waren wir vier, der Buhl, der Braunberger, der Kempter und ich. Ich habe gesagt, ich gehe nicht runter, ohne dass ich nicht einen Versuch gemacht habe. Ascherkeuten auf dem Silversattel rauf, Nachmittag um 4:30, auf einmal kommt, ich habe Schreie am Rüber vom Zelt, Walter, schau auf dem Silversattel, der Hermann lebt,
wie er dann so 25, 30 Meter weg war, hat er mir zugeschrien: Hannes, mein Eispickel steht auf der Spitze des Nanga Parbats. Mit dem Wimpel auch von den K-Wendler. Das war sehr bergklubbenartig. Und wir haben uns umarmt, ungefähr so 10 Meter vor der Kamera, und haben uns unsere Tränen nicht geschämt. Den haben wir gleich hingesetzt. Der Hermann hat ziemlich gehummelt, kam auf den Rucksack gesetzt und die Schuhe, und ich habe das alles gefilmt dann nicht. Das ist im Kino, ist da ein Raunen durch die Menge gegangen, wie der Socken runterkommt, und das war die blaugefrorenen Zehen runter. Ich hätte leicht in einem Rutsch mit dem Frauenberger in den Spuren vom Buhl auf den Gipfel können. Aber ich habe das verhindert, denn 14 Tage vorher hat der Hillary einen Everest gemacht. Unser Nanga Parbat-Film, der konnte nur reüssieren durch den Alleingang vom Buhl. Das war die Meisterleistung. Das hat die noch fehlenden 100 Meter zum Everest aufgewogen. Nicht? Der Alleingang vom Buhl, die einmalige Leistung. Ich habe den Buhl bloß aufgenommen, wie er verschwunden ist. Und das, was er nun erlebt hat, habe ich in einer Vision gemacht. Und da waren Franzosen wie Abel Gance und so weiter, die haben mir tolle Kritiken gegeben. Ich habe bloß Stiefel groß, wie sie im Bruchhart einsinken. Ich habe das Keuchen aufgenommen, so wie er mir es erzählt hat. Das habe ich ins Filmische übersetzt, nicht wahr? Aber das haben die Deppen überhaupt nicht erkannt. Und unsere Scheißkerle vom Alpenverein, die haben mich also verdonnert, weil ich den Gipfelgang vom Buhl am Jungfraujoch nachgedreht habe. Ich habe für den Film natürlich alle Prädikate gekriegt. Und dann also, ob ich den Bundesfilmpreis persönlich abholen kann. Und rück einen Haufen Tiere auf meinen Anhänger hinten drauf. Ich musste irgendeine Unterkunft haben, wo ich die Tiere filmen konnte und dann in den Urwald laufen lassen konnte. Das brauchte ich. In einer alten Mission irgendwo im Urwald findet Ertl schließlich nicht nur, was er sucht, hier entscheidet sich auch seine Zukunft. Ich bin zurück zu den bayerischen Franziskanern nach Concepción und frage den Bischof, kann man hier einen Puesto mieten? Ach, da sagt der Bischof, kaufen Sie sich doch was. Sage ich, Herr Bischof, also Monsignor, Sie sind über meine Vermögensverhältnisse nicht bewandert. Sagt er, ja, die Dollarita, die ist mir angeboten worden. Sag ich, ja, und was dürfen die kosten? Sagt er, $300. Sag ich, ist das Monatsmiete? Na, überhaupt. Was? Hab ich gesagt, wie viel ist denn das? Ja, sagt er, das sind so 2.500 bis 3.000 Hektar. Was? Hab ich gesagt. Und ich habe dem die $300 bezahlt. Und ich bin glücklicher Besitzer von einer Urwaldfarm geworden. Also. Mein Leben läuft also hier ab in den üblichen Bahnen. Ich bin nun restlos glücklich. Und meine Pavos, ja, die Leute sind alle christianisiert. Und man kann schon sagen, einigermaßen von der Zivilisation beleckt. In all den Kolonien sind überall Fernsehgeräte, weil die Leute gesagt haben, sie gehen nur mehr zum Arbeiten, wo ein Fernseher ist. Hab ich eine Kuh verkaufen müssen, um mir ein Fernseher zu kaufen. Und ich für mich persönlich lehne Fernsehen ab. Und heute wird er noch mehr geschwindelt, wie zu meiner Zeit. Die gehören alle in einer Irrenanstalt, die sowas machen. Ich meine, es ist toll. Es ist toll. Aber Wahnsinn. Ich meine, technischer Wahnsinn und der Aufwand, diese Zerstörungen und die ganzen Geschichten. Aber dieser, nebenher dieses Morden und so weiter, das ist destruktiv. Destruktiv. Toll. Verrückt. Ja, die Welt ist so übersättigt an Sensationen. Wie viele Kriege haben wir denn gehabt, größere oder kleine? Das Morden geht weiter, die Verrücktheiten, die Zerstören geht weiter. Und das ist klar, die sehen diese Sachen im Fernsehen und die kriegen nicht mehr genug. Aber die Ethik fehlt mir. Das ist sadistisch, was da gezeigt wird.
vorstellen. Ich brauche diese grauenhaften Bilder nicht sehen. Ich will in diesen Dingen meine königlich-bohrische Ruhe haben. Nicht? Darum habe ich meinen Bayern-Tafel da drum. Nicht? Das ist mein Freistaat Bayern.